Ding an. Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute mal wieder mit einem Animal Crossing-Video, was aber anders sein wird als die vorherigen. Also bleibt dran. Über die letzten Wochen konntet ihr meine Insel in Animal Crossing schon ganz gut kennenlernen und wisst auch ungefähr, wer jetzt so auf dieser Insel wohnt. Wie ich aber in meinem allerersten Video auf YouTube, in dem ich rede, sonst singe ich ja immer, gesagt und versprochen habe, habe ich mir dazu Geschichten ausgedacht zu jedem einzelnen Bewohner. Based on den Sachen, die sie auch wirklich tun. Realitätsbezogene Background-Stories. Und weil die immer ganz interessant und spannend sind und es echt wöchentlich neuen Klatsch und Tratsch auf meiner Insel gibt, habe ich mir gedacht, erzähle ich euch doch einfach mal ein bisschen die Vorgeschichte zu jedem einzelnen Bewohner und sehen, wo das Ganze hinführt. The whole thing started when Yoshino arrived to my island. Sie kam auf meine Insel dank einem Villager Hunt, der zum Glück nicht ewig gedauert hat, aber trotzdem sehr lange gedauert hat, weil ich wollte sie unbedingt haben und ich wollte keine Amiibo-Karte kaufen. Wer Yoshino nicht kennt, Yoshino ist absolutes It-Girl. Sie ist der Mittelpunkt meiner Insel. Jegliche Gerüchte drehen sich um sie. Sie ist immer mit dabei. Sie ist immer guter Dinge, immer gut gelaunt. Sie möchte Popsängerin werden. Wenn man mit ihr redet, wird man auch gefragt, ob man Popsänger-Posen mit ihr vorm Spiegel üben möchte. Was ich natürlich auch so obviously den ganzen Tag versuche, aber egal. Sie kam auf meine Insel und the whole vibe changed. Vorher hatte ich 3 Schlafmützen oder so auf meiner Insel und ganz ehrlich, ich liebe den Charakter Schlafmütze, aber es war langweilig. Ihr Leben veränderte sich, als ich nach ihr einen Villager-Hunt für einen Miesepeter gemacht habe, weil mir ein Miesepeter auf meiner Insel gefehlt hat. Und den süßesten und hübschesten Miesepeter für mich als Weber erwählt habe. She had a crush on him. Das habe ich daran gemerkt, dass sie ständig vor seinem Haus abgehangen hat. Sie hat ständig vor seinem Haus abgehangen. Sie wohnt auf der anderen Seite der Insel und sie war nur bei ihm. Und so begann die ganze On-Off-Geschichte von Yoshino und Weber. Denn eigentlich findet Weber Yoshino auch ganz cool, aber ich weiß nicht warum. Er macht mir ständig Komplimente. Und deshalb weiß man nie ganz genau, was bei den beiden abgeht. Aber es gibt immer irgendwie was Neues zu erzählen. Ein Gerücht, was zum Beispiel auf meiner Insel auch im Umlauf ist, ist eigentlich kein Gerücht, ist sogar wahr. Aber viele meiner Bewohner unterhalten sich einfach darüber hinter meinem Rücken. Und ich verstehe das nicht so ganz, aber naja. Ist, dass ich Geige spielen als Hobby habe. Was ja basically schön ist, aber ich finde es ein bisschen unnecessary, weil mich fragt so jeder Dritte jeden Tag, ob ich wirklich Geige spiele. Und dann fühle ich mich immer ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich gerade nicht spiele und nicht übe. Und wenn dann meine Bewohner ankommen und fragen, hey, wie ist denn das? Spielst du wirklich Geige? Dann bin ich immer so, ja, also ja, aber es gibt so viel zu tun gerade und kommen wir zu den nächsten Bewohnern. Ich habe 2 Mini-Bären auf meiner Insel und zwar einen männlichen und einen weiblichen. Und der männliche heißt Barry, ist vom Charakter eine Schlafmütze. Wie gesagt, sie essen, sie schlafen, sie essen. Und seine große Schwester Misuzu, die von der Persönlichkeit her hochnäsig ist und total cool. Ich liebe sie vollkommen. Ja, Misuzu ist die große Schwester, das merkt man auch anhand dessen, wie sie redet. Sie versucht, der Aufgabe der großen Schwester nachzugehen und auf Barry aufzupassen, weil er basically nur Blödsinn im Kopf hat. Und neben Essen und Schlafen nur Blödsinn anstellt auf der Insel mit seinem besten Freund Roland, der ein Pinguin ist. Und zwar der süßeste Pinguin im Spiel. Ist mir egal, was ihr dazu sagt, er ist der süßeste Pinguin im Spiel. Er ist vom Charakter her sportlich und die 2 hängen immer so auf meiner Insel ab und tun so, als würden sie Sport machen, obwohl sie es obviously nicht tun. Und ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Ding bei den beiden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie verheimlichen damit ihre ganzen Pläne, die sie aushecken, um meine Insel zu zerstören und Sachen umzustellen. Und Misuzu versucht, wie gesagt, da ein bisschen drauf aufzupassen, aber sie hat keine Chance gegen die beiden Kerle. Deswegen verbringt sie ihre Zeit lieber mit dem zivilisierten Volk und sehr gebildeten Volk von Magic Woods. Die Rede ist natürlich von Liliane und Annette. Die beiden habe ich auch schon mal erzählt in einem Video, glaube ich, sind einfach nur von der Personality her normal. Das heißt aber keineswegs etwas Schlechtes oder Langweiliges. Im Gegenteil, sie sind sehr gebildet, sie sind sehr kultiviert und es macht Spaß, mit ihnen zu reden, weil man kann nie genau vorhersehen, was sie sagen. Und sie sagen manchmal richtig random Stuff und manchmal richtig süßen Stuff. Annette ist einfach nur cool, Annette ist einfach nur cute und die 3 hängen halt immer so ein bisschen ab. Also ich habe manchmal so das Gefühl, Misuzu plaudert gern den ganzen Tag über Yoshino. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber irgendjemand hatte mir das mal erzählt. Aber keep an eye on that. Meine nächsten beiden Charaktere kennt, glaube ich, jeder von euch. Huschke und Gunnar sind 2 der beliebtesten Bewohner weltweit. Deswegen habe ich sie auch als Amiibo-Karte gekauft. Ja,
Ich habe sie von eBay als Amiibo-Karte gekauft. Nein, ich habe nicht 26 Stunden meines Lebens verbracht, um diese Bewohner zu finden in einem Villager Hunt. Die beiden sind vom Charakter her selbstzufrieden. Das ähnelt eigentlich den hochnäsigen Charakteren, nur in männlich. Ich mag die zwei, sie sind manchmal total versnobbt und das finde ich richtig cool. Sie sind total spießig, das finde ich auch mega. Und sie sind voll kultiviert und ich unterhalte mich gerne mit ihnen, weil man kann auch immer irgendwie was dazulernen. Die haben immer was zu sagen und wenn es über ihren tollen Fashion-Style ist, der eigentlich total einfach gehalten und schlicht und zeitlos und trotzdem irgendwie 80er-Jahre-Style ist. Aber es geht immer darum, wie man sich verkauft und das können die beiden doch sehr gut. Deswegen sind sie beste Freunde, wohnen auch sehr nah beieinander und ja, quatschen eigentlich den ganzen Tag. Huschke und Gunnar sind außerdem speziell, weil Gunnar ist total verknallt in Yoshino und Yoshino hängt auch echt viel mit ihm ab, aber ich glaube, er ist halt einfach gefriendzoned. Ihr wisst, was ich meine und das ist schon echt traurig. Huschke versucht Gunnar immer einen guten Rat zu geben, aber Huschke ist nicht sehr glaubwürdig, weil er so tut, als wäre er mit Misuzu zusammen, nur weiß Misuzu davon nichts. Das ist so weird combo. Die letzte Bewohnerin, über die ich heute rede, ist Polunda. Polunda ist die Bewohnerin, die ich jetzt auch als letztes bekommen habe durch einen Villager Hunt. Ich hatte sie vorher nicht. Wen hatte ich vorher? Julia. Julia war eine zweite Hochnäsige, aber ich wollte irgendwie nur eine Hochnäsige auf meiner Insel haben, deswegen habe ich sie weggescheucht. Und Polunda dafür geholt, die hatte ich nämlich in meinem DLC auf einer Ferieninsel und fand sie so süß, dass ich gesagt habe, okay, ich muss dann doch nochmal nach Polunda suchen, weil sie würde echt gut zu dem Thema von Magic Woods passen. Sie ist auch ein It-Girl, aber ein kleineres It-Girl. Und ich habe das Gefühl, sie steht in Konkurrenz mit Yoshino, aber Yoshino weiß nichts davon, weil für Yoshino ist Polunda zwar nett und die beiden unterhalten sich gerne über den Style, weil sie denselben Style haben. Aber ich glaube, Yoshino nimmt sie nicht so richtig als Konkurrentin wahr und Polunda pusht sich immer mehr hoch, um so zu werden wie sie. Was ich kind of traurig finde, aber auch lustig, weil sie immer die gleichen Sprüche raushaut und es kommt mir vor, als würde sie einfach eins zu eins kopieren wollen. Da sie aber noch nicht so lange auf meiner Insel ist, gibt es auch noch nicht so viel Klatsch und Tratsch über sie. Sie hat sich jetzt noch nicht so sehr in die Inselgemeinschaft integriert wie Roland zum Beispiel, der ja sich sehr schnell mit Barry angefreundet hat. Gut oder schlecht für die Insel, weiß ich noch nicht. Wenn ihr meine Animal Crossing Videos verfolgt, wisst ihr ja, dass ich jede Woche ein neues herausbringe. Und in Zukunft werde ich da auch den wöchentlichen Klatsch und Tratsch mit einfließen lassen, weil er ja jetzt so ein bisschen basically die Grundgeschichte von allen Bewohnern kennt. Es ist immer ganz witzig, wir haben alles auf meiner Insel dabei, es sind alle möglichen Charaktere vertreten, es sind alle möglichen Geschichten da, es sind alle möglichen Vorgeschichten da. Die sind total witzig, es gibt immer so ein paar kleine Secrets und ich entdecke jedes Mal irgendwie auch einen neuen Crush von jemandem auf jemand anders. Es ist, als würdest du in deiner eigenen kleinen GZSZ Daily Soap drinstecken und es macht Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen. Ihr habt ein bisschen die Grundstruktur hinter den Geschichten und den Charakteren kennenlernen können. Und vielleicht habe ich sogar ein bisschen euer Interesse an zukünftigen Klatsch- und Tratsch-Themen geweckt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Lasst ein Like da, abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch ähnliche Geschichten zu euren Bewohnern gesponnen habt oder ob eure Bewohner sich auch manchmal seltsam verhalten. Mit den Worten, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bye, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das gerne sehen wollt, dann schaltet doch wieder ein, wenn es heißt, wer wird Germany's Next Topmodel? Sieht meine Nase fett aus? Was ist das? Oh, by the way, I love my makeup today. My hair is doing crazy shit. Das kommt auf jeden Fall in die Outtakes.